Biotechnologie, das wird immer wichtiger. In der Medizin, da sprechen wir von vielen Krankheiten mittlerweile, wo Biotechnologie die einzige Chance ist. Und wir sprechen natürlich auch von riesigen Märkten für die Biotechnologiebranche. Dementsprechend ist die Branche auch für Anleger sehr interessant. Wenn da an Produkten Erfolg wird, dann sind da hohe Kursgewinne möglich. Voraussetzung ist aber selbstverständlich immer, man muss natürlich beim richtigen Unternehmen investiert sein und man muss rechtzeitig investiert sein. Und es gibt ein Land, das wird da eine sehr große Rolle spielen in den nächsten Jahren, wahrscheinlich sogar eine führende Rolle in der Biotechnologie. Und das ist China. Und darum geht's heute. Herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. China als nächste Biotechnologie-Weltmacht sozusagen. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen befremdlich. Biotechnologie ist ja Hochtechnologie und China ist ja kein innovatives Land, das sagen zumindest viele. Aber das ist schon lang nicht mehr so. Das ist auch in vielen anderen Bereichen nicht mehr so. Solarzellen, Handys, Halbleiter, künstliche Intelligenz. China rüstet überall in diesen Bereichen auf technologisch und gerade auch im Pharmabereich und in der Biotechnologie. Da ist der chinesische Ehrgeiz extrem hoch. Aber wenn Sie davon noch nicht so viel gehört haben, dann ist das ja auch ein gutes Zeichen, weil es ist tatsächlich bei uns noch nicht so bekannt, der ganze Sachverhalt. Es hat sich noch nicht so rumgesprochen und wir sind da auch erst am Anfang. Aber dass sich da was tut, das ist unverkennbar. Der Ehrgeiz, der chinesische in der Biotechnologie, der geht von der Regierung aus. Und das ist schon mal nicht schlecht in China, weil wenn Peking sagt oder der Meinung ist, dass ein Sektor da unbedingt vorangebracht werden soll, dann heißt es meistens auch, dass sehr viel Geld dafür da ist, für den Sektor. Weil wenn man was macht in China, dann macht man es richtig. Und in dem Fall ist es auch so, Pharmazie und Biotechnologie, das spielt eine zentrale Rolle in der Wirtschaftsstrategie bei Made in China 2025. Da geht es um den Aufstieg Chinas zur führenden Technologienation. Und eine von diesen strategischen Branchen, in denen China ganz nach oben will, das ist eben die Biotechnologie. China hat da schon lang große Pläne und es wird viel gemacht über staatliche Forschung an Universitäten, in Instituten. Das wird stark ausgeweitet, da wird schon lang viel gemacht und es wird jetzt auch immer mehr auf internationalem Niveau geforscht. Außerdem haben wir ja große Pharmakonzerne in China mittlerweile, die können jetzt auch viel leisten in der Forschung. Das müssen sie auch. Sie müssen ja konkurrenzfähig bleiben. Wir haben aber auch immer mehr kleinere Biotech-Unternehmen in China, Ausgründungen aus Universitäten zum Beispiel, wie das ja bei uns auch immer wieder funktioniert. Und was wir mittlerweile auch haben, eine große Venture-Capital-Szene für den chinesischen Biotech-Sektor. Da ist also Geld da, auch ausländisches Geld, privates Geld. Man ist da jetzt also nicht mehr nur auf staatliche Förderung angewiesen. Es kommen Milliarden auch aus der Privatwirtschaft mittlerweile. Es gibt von McKinsey eine Studie, da heißt es, dass die chinesischen Biotech-Startups 2017 von solchen Fonds schon 30 Milliarden Dollar bekommen haben und in der ersten Jahreshälfte 2018, da waren es dann aber schon 32 Milliarden Dollar. Also die Geldflüsse aus solchen Fonds in den Biotech-Sektor, die haben sich 2018 mindestens nochmal verdoppelt.
Und das hier sind die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der privaten Pharmaindustrie in China. 2001, da waren wir bei unter 500 Millionen Dollar. 2016, da waren es dann schon 7,2 Milliarden Dollar. Das ist noch unter dem amerikanischen Niveau, deutlich unter dem amerikanischen Niveau, aber es ist schon auf einem EU-Niveau. Also die chinesischen Pharmaunternehmen investieren jetzt genauso viel in die Forschung und Entwicklung als die europäischen Unternehmen alle zusammen. Und wichtig ist dabei natürlich auch der starke Anstieg, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Darum geht es hier ja auch. Das Ganze trägt auch Früchte mittlerweile, zum Beispiel bei den Patentanmeldungen im Biotech-Sektor. 32% von allen Patentanträgen weltweit kommen da inzwischen aus China. Das heißt, China ist bei den Patentanträgen inzwischen schon auf Platz 2 weltweit, ganz knapp hinter den USA. China ist da also durchaus innovativ und entwickelt auch sehr viel selbst. Warum ist der Sektor noch interessant? Der Markt in China, der ist sehr groß. Chinesische Medikamente, die werden meistens verschrieben von Krankenhausärzten und da ist das Marktvolumen letztes Jahr gewesen bei 118 Milliarden Dollar. Damit ist China jetzt weltweit schon der zweitgrößte Pharmamarkt nach den USA. Der Markt wächst auch schnell bis 2022. Da rechnet man dann nochmal einen Anstieg mit einem Anstieg um 50% ungefähr. Wären dann 180 Milliarden Dollar und damit ist es wahrscheinlich auch noch nicht ausgereizt. Der Markt ist momentan unterversorgt noch. Es gibt im Westen viele Medikamente, die es in China noch nicht gibt und das soll sich aber ändern. Vor allem bei Medikamenten für solche Krankheiten, die sehr ernsthaft sind, die sehr schwer sind. Da will die chinesische Regierung, dass die Bevölkerung eine Behandlung kriegt auf dem Niveau, das wir im Westen haben, in den reichen Ländern im Westen. Und das ist sehr gut, zum Beispiel für chinesische Unternehmen, die Lizenzen haben für solche Therapien aus dem Westen. Vertriebsrechte also für den großen chinesischen Markt. Das ist ein sehr interessantes Geschäftsmodell schon mal. Aber es ist natürlich auch gut für die Unternehmen, die selber Therapien entwickeln, die eventuell ja genauso gut sind oder im Idealfall sogar noch besser. Und gerade das wird natürlich ganz besonders vorangetrieben in China. Das wird in einer Weise vorangetrieben, dass man in den USA sich jetzt schon Sorgen macht, dass man von China überholt wird im Biotech-Bereich. Das sieht die USA also tatsächlich sogar als reales Risiko für die nationale Sicherheit, so wie man das momentan in den USA tut. Und da gab es letztes Jahr sogar schon eine Kongressanhörung dazu. Ansonsten Standortvorteile für den Biotech-Sektor in China. Die staatliche Förderung haben wir schon gehabt, die ist sehr hoch. Es gibt viele Wissenschaftler, die gut ausgebildet sind mittlerweile. Dann Arbeitskosten sind natürlich um einiges niedriger, aber gleichzeitig ist trotzdem die Produktionsbasis da. Also Anlagen auf entsprechendem Niveau und die Technologie, die ist trotzdem vorhanden in China. Die Regulierung in China, die ist anders in vielerlei Hinsicht. Also zum Beispiel spielen in der Biotechnologie in manchen Bereichen Daten eine große Rolle. Big Data, große Datenmengen. Und da ist es in China so, man hat auf der einen Seite sehr viele Daten, man hat ja eine riesige Bevölkerung und gleichzeitig haben die Unternehmen aber auch sehr guten Zugriff auf diese Daten. Die Chinesen sind da nicht so pingelig, was Patientendaten betrifft und da kann man natürlich drüber streiten, ob das so gut ist, aber es ist für die Forschung und für die Unternehmen natürlich ein sehr großer Vorteil. Bringt vor allem was in der prädiktiven Medizin, das ist ein interessanter Bereich, also Diagnose, Vorsorge.
Dann die Genbearbeitung. Da hat China Vorteile, weil da Kosten eine Rolle spielen, auch Personalkosten in einem sehr hohen Umfang und technische Ausrüstung natürlich. Und dann gibt es noch die Stammzellenforschung. Das ist auch ein Bereich, wo man davon ausgeht, da können die Chinesen sehr schnell aufholen. Und es gibt ein konkretes Beispiel, wo wirklich die chinesischen Biotech-Unternehmen jetzt ganz vorne mit dabei sind. Das ist die Krebsforschung. Vor allem neue Krebstherapien, die Immuntherapien. Leider Gottes, da ist der Bedarf sehr hoch. Da sucht man weltweit händeringend nach neuen Therapien. Und in China ist die Lage sogar ganz besonders schlimm. Wir haben in China jedes Jahr 4 Millionen neue Krebserkrankungen. Wir haben in China 30% aller neuen Darmkrebserkrankungen. Bei Lungenkrebs sind es fast 40% und bei Magenkrebs sogar 50% fast. Das ist eine furchtbare Statistik und das ist dadurch natürlich auch klar, dass China eben mit Hochdruck dran arbeitet, dass da endlich neue Therapien mal kommen. Worauf man sehr hohe Hoffnungen setzt, das sind die sogenannten CAR-T-Zell-Therapien. Da wird auf der ganzen Welt dran geforscht momentan. Da geht es um Killerzellen im eigenen Körper, die man da hat im Immunsystem. Und wenn diese Killerzellen die Krebszellen erkennen könnten, dann könnten die die auch angreifen und vernichten. Sie können sie aber normalerweise nicht erkennen. Aber der Ansatz ist jetzt, man entnimmt dem Patienten seine eigenen Killerzellen aus dem Blut, verändert die genetisch und spritzt die dann wieder ein und dann erkennen diese Killerzellen die speziellen Krebszellen eben doch und greifen die an. Das Ganze ist sehr vielversprechend, aber es ist auch kompliziert. Es hat teilweise Nebenwirkungen und man muss da noch viel forschen. Und es ist auch eine individuelle Therapie, wo für jeden Patienten eigens gemacht werden muss, ist dementsprechend auch mit Kosten verbunden, mit hohen Kosten. Und das ist ein Bereich, da sind die Chinesen, wie gesagt, ganz vorn mit dabei. Wir haben da viele Unternehmen in China, die dran arbeiten und die auch Patente haben und auch börsennotierte Unternehmen sind da drunter. Mitte 2018 gab es weltweit 400 klinische Studien mit CAR-T-Zelltherapien. Davon sind 166 in China gelaufen. Das sind die meisten. Knapp dahinter kommen die USA mit ungefähr 160 klinischen Studien und in Europa, in dem ganzen Bereich, gab es aber nur 20 davon. Also China treibt speziell den Bereich ganz stark voran und hat teilweise auch schon die besseren Therapien in dem Bereich oder die aussichtsreicheren Therapien. Es gibt schon Fälle, wo Patienten aus den USA kommen nach China und sich da behandeln lassen, weil man da was hat, das vielversprechender ist. Es muss aber alles noch erprobt werden. Das meiste ist noch nicht zugelassen, ist noch nicht auf dem Markt. Und das ist natürlich aber das Ziel, dass man da eines Tages das so weit erprobt hat und getestet hat, dass man weltweite Zulassungen dafür kriegt und auch entsprechend dann Umsätze hat. Aber es gibt auf jeden Fall momentan Fälle schon, wo ausländische Pharmakonzerne sich Patente und Therapien kaufen in China, gerade im Krebsbereich. Das geht gerade los, aber das wird immer öfter auch so kommen. Wer das vertiefen möchte, mehr zum Biotech-Sektor in China gibt es nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report.
Die Reports, die sind auch umsonst, die gehen an unsere Leser regelmäßig raus. Es geht da meistens um Einzelaktien. Und wer die Reports auch haben möchte, der muss sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Ich sage nur so viel zu chinesischen Biotech-Einzelaktien jetzt mal. Ein paar sind gelistet schon in den USA. Dann seit April haben wir ein neues Biotech-Segment in Hongkong. An die Aktien kommen wir auch ran in der Regel als deutsche Anleger. Wir werden dann auch in Frankfurt gehandelt. Da sind sechs Biotech-Unternehmen inzwischen neu an die Börse gegangen in Hongkong, zum Teil aus der Krebsforschung. Und mindestens 10 sind auch gerade im Listing-Prozess. Also da ist ordentlich was in der Pipeline, was für uns als Anleger auch sehr interessant sein kann. Und was es sowieso noch dazu eben auch gibt, schon länger, das sind die großen chinesischen Pharmakonzerne, die börsennotiert sind, die haben teilweise auch ganz interessante Sachen im Biotech-Bereich. Die arbeiten ja auch teilweise an neuen Verfahren, neuen Therapien, neuen Medikamenten. Eins muss man aber auch sagen, also Biotech-Aktien sind natürlich sehr spannend, aber man muss sich mit solchen Sachen im Einzelfall beschäftigen. Das sind komplexe Geschichten zum Teil und man muss schon wissen, worum geht es da konkret, warum investiere ich da jetzt wirklich. Und am besten beschäftigt man sich damit natürlich möglichst früh auch, also solange sich die ganze Geschichte eben noch entfaltet am Markt und solange dann auch entsprechend noch Fantasie da ist. Und Biotech-Aktien sind spekulativ. Es kostet viel Geld immer, wenn man da was Neues entwickelt und auf den Markt bringen will. Die Konkurrenz ist hart in den meisten Fällen. Manche scheitern auch komplett aus irgendwelchen Gründen. Und wenn das passiert, ist natürlich die Fantasie aus so einer Aktie komplett raus und das bedeutet dann fast immer hohe Kursverluste oder sogar Ausfälle. Und das heißt, wenn man investieren will in solche Aktien, man muss sich wirklich damit ein bisschen beschäftigen und man muss streuen, dass man da nicht zu viel Geld riskiert auf eine Einzelaktie. Man sollte da also nicht Haus und Hof drauf verwetten auf einzelne Biotech-Aktien. Das gilt für den Sektor überhaupt natürlich, aber das gilt ganz klar auch für chinesische Biotech-Werte. Mehr dazu, wie gesagt, nächste Woche im Report www.zukunfts-märkte.de. Da bekommt man die. Und was wir nächste Woche auf YouTube hier machen, wir schauen uns nochmal den Handelskonflikt an. Handelskonflikt China-USA. Es ist ja wirklich eins der wichtigsten Themen überhaupt an der Börse seit Monaten. Und wir schauen uns das nochmal an und stellen uns eine Frage, die wirklich sehr berechtigt ist, meiner Meinung nach. Was ist da jetzt überhaupt? Wo stehen wir da jetzt momentan? Wir sind da ja eigentlich in so einem Schwebezustand. Also sollten Sie auch nicht verpassen als Anleger, am besten gleich unseren Kanal abonnieren und bei der Anmeldung auf die Glocke drücken. Dann kriegen Sie den neuen Beitrag auch gleich mit und sehen, ach, da ist er, den schaue ich mal jetzt gleich an. So oder so, wir leben in sehr interessanten Zeiten als Anleger natürlich. Es ist gut, dass Sie sich informieren, es ist gut, dass Sie auf dem Laufenden bleiben und es freut mich natürlich ganz besonders, dass Sie sich auch hier bei uns auf dem Zukunftsmärkte-Kanal informieren. In diesem Sinne Ihnen bei der Geldanlage weiterhin sehr viel Erfolg und ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen.